Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute das zweite Flugvideo von der S-Bach. Ich habe noch ein paar Sachen verändert, das werde ich euch jetzt zeigen und dann seht ihr den Flug. Ja, so sieht jetzt soweit der Innenraum aus. Empfänger habe ich hier drin den Spektrum AR663B mit Astra-X-System, DSMX und mit Telemetrie. Aber über Telemetrie habe ich im Moment nur die Empfängerspannung. Seitenruder-Servo ist weiterhin hier das von Carson CS6 Metallgetriebe, was leider nicht so eine genaue Rückstellgenauigkeit hat. Aber das habe ich gelöst, indem ich hier auf einem von diesen Seilen etwas mehr Spannung drauf habe, sodass sich das durch diese Spannung immer wieder in die Position zurückzieht. Die Antennen vom Empfänger habe ich eine hier nach hinten und eine hier durch dieses Röhrchen nach oben. Regler ist ein E-Max, da blende ich mal ein Bild ein, was das für einer ist. Und hier habe ich jetzt neu für die Stromversorgung vom Empfänger dieses UBEC. Und da habe ich jetzt auf 6 Volt Empfängerspannung, 3 Ampere, maximal 5 Ampere. Und ja, das hat noch den positiven Nebeneffekt, dass die Servos etwas schneller laufen, was sich definitiv auch im Flug bemerkbar macht. Ihr seht ja gleich das Flugvideo. Und als Akkus habe ich hier immer noch die Zippy 4000 mAh 25C 6S mit den XT60 Steckern. Aber da werde ich mir demnächst auch neue Akkus holen. Bei 6S 4000 mAh werde ich bleiben, aber mit höherem Endladestrom, und hier, die sind auch schon ziemlich aufgebläht, weil ich habe die auch nur mal gebraucht auf eBay Kleinanzeigen gekauft zum Testen, aber da werde ich mir definitiv bald neue Akkus für besorgen. Auf den Höhenrudern und den Querrudern habe ich diese Diamond D260 Metallgetriebe-Servos, wo ich auch mal für 10 Euro pro Stück auf eBay Kleinanzeigen bekommen und erfüllen ihren Zweck gut. Von der Geschwindigkeit, wie die laufen, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Und ja, so viel dazu. Luftschraube habe ich mittlerweile eine 13 x 6,5 drauf. Und das ist so eigentlich die optimale Luftschraube von der Leistung und so. Und was Akku, Regler und Motor noch aushalten. Vorher hatte ich ja die 13x4. Das ging einigermaßen, aber da hat dann Torken nicht mehr so geklappt, da hat die Leistung nicht mehr gereicht. Und auch beim Starten, bei der Steigleistung, das war einfach nichts. Aber jetzt mit der Luftschraube, das ist so das Optimale, was mit dem Setup möglich ist. I just wanna dance among the stars. I just wanna dance among the stars. I just wanna dance among the stars. These after hours got me charged.
du Scheiße, Mann. Alter. Puh. Komm, ich bin genau hier rein. Aua, aua. Guck mal. Fuck. Mach mal ein Bild. Fuck. Bup. Ah, Scheißdreck hier. Ist wieder gebrochen. Geil. Da haben wir das Fahrrad gehalten. Das ist halt das Wichtige. Aua, das tut so weh. Scheißdreck.